Oh, meine Lieben, was macht eigentlich Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach? Habt ihr euch das auch gefragt? Ja, ich mich auch. Und heute hat er sich wieder einmal zu Wort gemeldet und er warnt vor einer ganz, ganz gefährlichen Sommerwelle. Und damit begrüße ich euch beim Deutschlandkurier. Bevor wir anfangen, ihr kennt das Spiel, bitte folgt uns auf Telegram und Getter. Adressen findet ihr hier drunter, oben in der Kommentarspalte und in der Infobox. Es heißt ja, das erste Opfer des Krieges sei die Wahrheit. Das stimmt so in Teilen bei diesem Krieg, denn die Wahrheit ist ja auch so ein bisschen ans Licht gekommen, und zwar in Sachen Corona. Wie kann es denn bitte schön sein, dass Corona von einem Tag auf den anderen in den Mainstream-Medien so gut wie überhaupt kein Thema mehr ist? Dann kann es ja eben doch nicht so schlimm gewesen sein. Wer allerdings tatsächlich ein Opfer dieses Krieges geworden ist, eines der ersten Opfer, das ist Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach. Was für ein Abstieg. Noch vor ein paar Wochen, da tourte er von Talkshow zu Talkshow, galt als beliebtester Politiker Deutschlands und konnte überall seine Panik verbreiten. Heute, man kennt ihn kaum noch, er ist schon fast in Vergessenheit geraten. Das weiß er natürlich auch selber und hat sich deshalb heute aus dem Corona-Bunker gemeldet, meine Lieben. Und zwar warnte er vor steigenden Corona-Infektionszahlen im Sommer. Wir kennen das ja noch aus dem letzten Sommer und aus dem vorletzten Sommer. Da stiegen die Corona-Zahlen ja auch ins Unermessliche. Nee, taten sie nicht. Keine Ahnung, warum Lauterbach nun meint, dass sie das in diesem Sommer tun werden. Aber egal, verstehen kann man ihn ja eh nicht, das wisst ihr. Womit Lauterbach überhaupt nicht klarkommt, ist, dass nun am 20. März diverse Maßnahmen fallen. Er ist der Meinung, Schutzmöglichkeiten, wie er es bezeichnet, müssen über den 20. März hinauslaufen. Ja, sie seien sogar erforderlich. Denn, das sagte er heute der Zeitung der Funke Mediengruppe, wir müssen mit einer Sommergrippe rechnen. Nicht Grippe, Welle. Welle, kommt man immer ganz durcheinander. Ne? Lauterbach sagt, sowohl die Delta als auch die Omikron, die Delta-Variante, gibt es die überhaupt? Ich weiß, ich kenne mich ja mit dem ganzen Rotz gar nicht aus, aber sowohl die Delta als auch die Omikron-Variante des Virus seien so infektiös, dass es selbst bei gutem Wetter durch viele Kontakte und den nachlassenden Impfschutz wieder zu steigenden Infektionszahlen kommen könne, wenn es keine Einschränkungen mehr gebe. Darauf müsse das Infektionsschutzgesetz ausgerichtet werden, so Lauterbach. Lauterbach weiter. Die Bundesländer müssten die Möglichkeit haben, frühzeitig zu reagieren. Dazu gehörten die Maskenpflicht und Kontaktbeschränkungen. Wörtlich sagte er, es sollte möglich sein, Obergrenzen für private Treffen und öffentliche Veranstaltungen festzulegen, sowie Zutrittsregeln etwa für die Gastronomie, also 2G oder 2G+-Regelung. Also im Prinzip der ganze Rotz, den wir jetzt über Jahre hatten, will Lauterbach beibehalten, bis in alle Ewigkeit augenscheinlich. Was bedeutet das im Umkehrschluss? Ja, das bedeutet zum Beispiel unter vielen, vielen anderen, dass Veranstalter jetzt den dritten Sommer hintereinander wieder keine Planungssicherheit haben. Kann ich mein Konzert veranstalten, meine Sportveranstaltung, mein Theaterstück, was weiß ich? Und das ist ja nur ein Auswuchs von ganz, ganz vielen. Warum macht er das überhaupt? Er könnte sich doch auch sagen, es waren jetzt für mich persönlich, also für ihn zwei harte, anstrengende Jahre. Er hat ja gesagt, dass er das nur noch mit viel Rotwein ertragen kann. Er könnte sich jetzt auch mal eine Pause gönnen. Aber nein, er will ja unbedingt seine Impfpflicht durchsetzen. Und deswegen muss die ganze Geschichte am Köcheln, am Laufen gehalten werden, weil sonst natürlich überhaupt niemand für eine Impfpflicht Verständnis hätte. Und deswegen, meine Lieben, müssen wir wach bleiben, wir müssen aufmerksam bleiben, wir dürfen uns nicht ablenken lassen. Wir müssen weiter kämpfen gegen die Maßnahmen, auch gegen diese sogenannten Basisschutzmaßnahmen und vor allen Dingen, ganz, ganz wichtig, gegen die Impfpflicht. Haut ihr rein, folgt uns auf Telegram und Getter und bis später, meine Lieben.
Thank you.